Essen auch nicht zu viel Stress dabei. So wie viel Sonne, wenig Regen, gar. Das wünscht Ihnen die 1A-Schüler schar. Danke für alles. Jo, die 1A wünscht dann einen schönen Ruhestand. Oh, man will ein bisschen springen. Vielen, vielen Dank. Und gut, dass du so kräftig bist, sonst kommt das gar nicht da drauf. Wir möchten Ihnen jetzt einen kurzen englischen Sketch vorspielen. Hi Mary, how are you today? Not very well, I've got a headache. Hello Mary, how are you? Oh, not very well, I've got toothache. Hi Mary, are you alright? No, I'm not very well, my knee hurts. Hey Mary, let's go to the circus. No, I can't, I've got a cold. Hachi. Mary, let's go to David's party. No, I can't. I've got a headache. I've got toothache. My knee hurts. I've got a cold and I've got stomach ache. But Peter's at the party. What? Oh, I think I'm okay. Mit diesem Sketch möchten wir uns von Ihnen verabschieden und uns für alles bedanken. Wir, die 2A, wünschen Ihnen für die Pension alles, alles Gute, Gesundheit und schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Thank you. Was? Da
Danke. Peter. Das Gute für die Zukunft. Ah, danke. Hast du es gut gebrochen? Der Papa. Jetzt uns das vor, Peter. Im Namen der Dreier wünschen wir Ihnen, Herr Direktor, alles Gute. Dazu ein kleines Blässer. Ah, danke. Ihr wisst, dass ich euch schon Hunger habe. Lass ihn nun gehen, nimmt uns ja mit. Doch trotzdem wagen Sie den Schritt. Wir sind sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und sagen Danke mit Herzlichkeit. Abends haben wir Füßen mit Herzlichkeit. Jetzt haben wir ein Zeichnen gemacht. Da hat jeder zu zweit oder zu dritt oder alleine jeder Monat zeichnen und dann. Ich sage euch auf jeden Fall Danke für diese nette Arbeit und diese nette Art und Weise und wünsche euch alles, alles Gute für dieses Schuljahr und fürs nächste Schuljahr. Danke. Lieber Herr Direktor, wir haben eine Kleinigkeit für Sie, eine Erinnerung an die Schule. Wir möchten uns nun mal bei Ihnen bedanken, weil Sie so viele Jahre für die Schule da waren. Hoffentlich finden Sie einen guten Platz für die Bücher und nicht den Dingern öfters an uns. Wir wünschen Ihnen viel Glück in der Pension. Danke. Ja, zum Beispiel in der 3C, da sind die Baumstämme, sind die Klassenvorstände drinnen. Also die werden euch sicher nicht vergessen können. Die werden mich immer an euch erinnern. Auch wenn es mir vielleicht ein wenig besser als jetzt, weil ich den Klassenvorstand, weil ich der Klasse, eigentlich habe ich nicht ich nummer. Er ist einfach, also ich habe keinen Nachfolger. Aber ihr habt einen würdigen Nachfolger als Klassenvorstand. Und ihr könnt euch freuen, dass euch ein Klassenvorstand euch in die Rente ist. Er ist natürlich dann nicht nur, die Frau Hopper ist nicht mehr nur für euch zuständig, sondern auch für die Klassen. Das ist der feine Unterschied. Aber es gehört auch zu den anderen dazu. Ja, danke. Voll, voll schön und voll nett. Und ich werde mir sicherlich diese Bilder zu Hause irgendwo hinhängen. Ganz klar, ich habe immer noch so 30 Jahre gewählt. Da Sie als Direktor keinen russischen Abend mehr einleiten dürfen, hat Frau Buemer für Sie noch einmal eine Moderation mit Zitaten und der Lehrberuf und teils des sehr berühmten Dichtern und Philosophen verfasst. Unser Herr Direktor hat uns beschlossen, mit morgen seinen Ruhestand anzutreten. Als er 1959 das Licht der Welt erblickte, gab es ein klares Motto für ihn. Ja, ein Motto von Wilhelm Busch. Das heißt, allzu lautet ein Erlass, dass der Mensch was lernen muss. Vielleicht weiß dieser Erlass, der ihn nach der Matura auf die Pädagogische Akademie führte und Mathematik und Zeichen studieren ließ. Vielleicht, auf alle Fälle, plagte er sich danach viele Jahre an der Hauptschule Felden mit den Schülerinnen und Schülern nach der Weisheit. 4 von 3 Schülern können nicht rechnen. Ob er dazu beigetragen hat, dass jetzt 4 von 3 Kindern rechnen können? Das wäre so optimistisch, denn ein weiterer Spruch heißt, Lehrer sind Menschen, die uns helfen, Probleme zu beseitigen, die wir ohne sie gar nicht hätten. Also das ist jetzt wieder zu pessimistisch.
ein viel schönerer Ausspruch sagt: Lehrer pflanzen die Samen des Wissens, die ein Leben lang wachsen. Gut, recht hast du. Unser Herr Direktor hat in seiner langen Berufslaufbahn sich die Begeisterung vieler Schüler auch für das schwierige Fach Mathematik wecken können, die nach Händel ist. Nur der eingeborene Lehrer, welcher die Begeisterung seiner Schüler wecken kann. Und vergiss nicht, die besten Lehrer lernen aus dem Herzen, nicht aus dem Buch. Trotzdem entschloss sich Herr Atzlesberger 2011, den Direktorenposten in der Felden zu übernehmen und aus dem Klassenzimmer die Direktion zu wechseln. Ob er sich dabei gedacht hat, niemand ist perfekt. Aber als Direktor ist man verdammt nah dran. Ein Leiter so einer großen Schule wie der Mittelschule bei Felden muss aber auch perfekt sein. Wenn alles geordnet ablaufen sollte, auf Ordnung im Haus hat er auch schon besonderen Wert gelegt, obwohl schon Sokrates vor mehr als 2000 Jahren sagte: Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Und ihren Herrn Direktor haben sie natürlich auch geärgert. Aber das bedachte Herr Sokrates damals noch nicht. Ich habe noch ein Schlusswort von George Orwell. Der ist der beste Lehrer und Direktor, der sich nach und nach überflüssig macht. Alles Gute für die Pension von der 4a. Super! Ihr habt das ganz, ganz spitze gemacht. Ob das mit 1959, das stimmt wirklich. Damals habe ich dem Theodor, der da drinnen liegt, noch sehr, sehr ähnlich gesehen. In der Zwischenzeit ist er kein Unterschied. Was wir beide aber haben, das ist Weinhoher. Sehr geehrter Herr Atzlesberger, im Namen der gesamten Schule danken wir Ihnen für Ihr Engagement und für die perfekte Organisation unserer Schule in den letzten Jahren. Danke dafür, dass Sie unsere musischen Abende und andere Projekte immer so toll unterstützt und mitorganisiert haben. Besonders bedanken möchten wir uns auch für die Einführung der Schulausspeisung, die von unserer Klasse sehr gut angenommen wird. Danke auch für die tollen Supplierstunden, in denen wir Sie näher kennenlernen konnten. Sie konnten uns dabei in Mathematik vieles super erklären und wir haben uns immer sehr gefreut, wenn wir Sie als Supplierung hatten. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute und eine schöne, ruhige Zeit mit Ihrer Familie.
Rektor Pfaffen. Voll schön. Ich habe wirklich eines meiner Lieblingslieder gesungen. Und das ist das, was ich Oliver genossen habe, leider in den letzten zwei Jahren nicht so genießen können habe. Das waren immer diese großen Abschlussveranstaltungen, wo ich Oli angesehen habe auf der Bühne, wo sie in den Ohren zu haugen war, weil es so schön gesungen hat. Einfach fertig. Einfach fertig. Ich danke euch sehr dafür. Und es gefreut mich, dass manche meinen Mathematikunterricht in Erinnerung haben. Wem habe ich denn da? War ich wirklich bei euch? Ich war mit wenig mehr Mathematik. Ja. Und habt ihr euch ausgehört nach mir? Ja. Das freut mich auch. Das freut mich besonders deswegen, weil ich muss ehrlich sagen, ich war, Mathematik war einfach mein Lieblingsfach. Nicht unbedingt als Schüler immer. Aber es hat sich als Schüler zum Lieblingsfach entwickelt. Und nachher vom Unterrichten her war mir das einfach das Liebste. Weil ich weiß, dass Mathematik wichtig ist. Und weil ich finde es einfach so super, das ist alles so klar. Gell? War der falsch richtig oder nicht richtig? Gut, danke. Danke nochmal für eure Darbietung. Danke für die netten Worte. Ich wünsche euch noch ein schönes Schuljahr. Es sind ungefähr noch wie viele Schulwochen? 37, glaube ich, nur in etwa. Nützt es noch aus, genießt es noch. So eine Zeit kommt nicht wieder. Ins gelobte Land. Bis nachher.